Hallo und Sabadika. Ja, heute melde ich mich mal vom Tom Tien Beach. Ja, will mal zeigen, was hier zurzeit am späten Nachmittag los ist. Ja, es ist 17:30 Uhr, sind wenig Leute da. Aber schön, Wasser ist wieder da. Vorher war eben das Wasser sehr zurück und jetzt Wasser wieder da. Keine Welle. Ja, jetzt ist richtig gut, jetzt geht zu fahren, wenn keine Welle ist. Aber die Preise bei den teuren Spritpreisen, teuer für Thailand gegenüber Deutschland billig, 36 Baht pro Liter. Ja, gehen Sie Ihre Hunde spazieren. Ja, so ein bisschen Leben ist ja hier. Ja, so einen Teil habe ich früher auch gehabt. Nicht so einen, den hinteren Yamaha. Da ist haben wir keine Badehose. Die gehen ja so mit allem. Jetzt zeig mal vor. Alles mit Sandsäcke hier, damit da nicht abgetragen wird. In 2 Monaten ist das Wasser wieder bis oben hin. Das Wasser geht zurück runter, immer vom April bis Ende September. Und danach ist das Wasser bis hier oben hin. Ja, hier geht es weg, muss ja woanders irgendwie höher werden.
Ja, so sieht ein Jetski aus. Hinten ist die Düse, wo das rauskommt. Hier ist der Motor. Getriebe nach hinten und da wird eine Düse im Propeller angetrieben. Ja. Geht nach hier und da wird nach hinten Propeller angetrieben. Dadurch, dass ich selber einen hatte und immer Probleme, weil ich habe immer andere fahren lassen und da war immer was dran. Deshalb kenne ich mich so gut damit aus. Ja. Ja, Leute, das war jetzt ein kleiner Beachwalk am Tom Tien Beach. So, wenn euch gefällt, was ich so mache, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, es kostet nichts. Und dann sage ich mal Tschüss, der Dieter vom Tom Tien Beach.